Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir hier versucht, Satelliten zu bauen, aber uns fehlt ein Bauteil. Aber den größten Teil der letzten Folge haben wir damit verbracht, hier die den Raketentreibstoff an den Start zu bringen. Und heute wollen wir uns um das fehlende Bauteil kümmern, und das machen wir in unserer Einkaufsstraße für all unsere Logistikanfragen. Und erstmal müssen wir ein Plätzchen finden. Aber wir können das hier oben machen. Wir brauchen das hier. Dafür brauchen wir Plutonium, haben wir nicht, und Sodium Koboltat. Wie kriegen wir das hin? Das machen wir in einer Chemiefabrik. Okay, so einfach geht das nicht. Wir brauchen etwas mehr Platz. Aber wenn wir die Chemiefabrik hier hinstellen, wenn wir das so machen und dann Ausgang hier auf dieser Seite, und den Rest, den blasen wir in die Luft. Gut. Kobaltoxid haben wir nicht. Sodiumcarbonat haben wir auch nicht. Sodiumcarbonat, Bicarbonat. Sodiumcarbonat, das machen wir aus Sodiumbicarbonat. Oh, das wird mühsam. Vielleicht sollten wir uns erstmal darum kümmern, dass wir hier oben eine Kiste hinbekommen. Welche potenziell das Kobaltpulver halten kann. Und dann machen wir hier einen Roboport hin, damit das Ganze im Logistiknetzwerk ist. Und Strom. Und das funktioniert natürlich nur, solange das System da oben voll läuft. Nun aber hierzu. Ich glaube, da bemühe ich wieder mal meinen Ratgeber. Wir wollen haben... Sodiumcarbonat. Da brauchen wir das dazu. Da brauchen wir das dazu. Und das.
Also probieren wir das nochmals. Alles weg. Sodium, Carbonat. Oder fangen wir hier an? Das müssen wir nicht mehr anschauen, aber das interessiert mich. Und dann das hier. Und so wie es aussieht, ist das ein geschlossener Kreislauf. Aber wir müssen doch initial das irgendwie herstellen. Das machen wir so. Und dann das brauchen wir auch noch. Und voilà. Das haben wir alles schon mal irgendwo gemacht. Und das brauchen wir hier. Dann brauchen wir das da. Und Salz. Voilà. Da haben wir es. Das ist etwas aufwendiger. Darum werden wir das nicht hier machen. Was wir hier aber auch noch brauchen, ist das Plutonium. Und wo bekommen wir Plutonium raus? Herstellung. Wenn wir die verbrauchten Uranelemente aufbearbeiten oder direkt aus Verarbeitung mit Zentrifugen oder wenn wir Thorium aufbearbeiten. Aber ich denke, wir werden zuerst mal die verbrauchten Uranelemente, Brennelemente hier nehmen. Und dann mit dem, was wir da rausbekommen, sollten wir in der Lage sein, diese Anreicherung anzustoßen. Aber erstes Problem hier das Sodiumcarbonat hinzubekommen. Ich habe hier unten etwas zusammengeschustert, was funktionieren sollte. Carbon müssen wir per Robis anliefern lassen und wir haben hier als Nebenprodukt Sodium Bicarbonat oder ist es das, das Ammoniumchlorid, das wir nicht brauchen. So, wir dann das so machen. Denn nun sollte uns nur noch das Plutonium fehlen. Und dazu brauchen wir ein paar Zentrifugen. Wir hier schauen. Sodiumcarbonat, da brauchen wir noch einen Schritt. Wir haben das Bicarbonat. Jetzt brauchen wir das Sodiumcarbonat. Okay, ich renne nochmals da rundherum und korrigiere das, denn dadurch werden wir auch wieder etwas von dem Kohlenstoffdioxid, den wir hier brauchen, wieder produzieren. Und nun haben wir auch Sodiumcarbonat am Start.
Das heißt, alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein wenig Plutonium, natürlich nicht waffenfähig. Bei der Plutoniumverarbeitung, denke ich, beginnen wir hier zuerst mit der Anreicherung, denn da können wir im Wesentlichen das kopieren, nur dass wir hier dann bessere Zentrifugen nehmen. Hier brauchen wir diese Anreicherung und das wäre dann Plutonium, aber was wir hier brauchen, ist im Wesentlichen einen Filtergreifarm für das Plutonium, das wir hier anreichern. Und dann machen wir hier das so. Und das legen wir da wieder drauf. Und dann packen wir hier unten die Verarbeitung für die Wiederaufbereitung hin. Hier auch wieder ein Greifarm. Und irgendwann bekomme ich es hin. Filternder Greifarm. Hier. Da wollen wir nur Plutonium rausbekommen. Den Rest, den geben wir hier rein und dann hier einmal Strom und dann brauchen wir nur noch eine Anforderungskiste für die hier. Und dann sollte das laufen. Wir können das auch erhöhen auf 20, denke ich. Die Verarbeitung. Vielleicht machen wir das so hier, das Uran, da die Bleiplatten. Und dann muss das im Wesentlichen hier hinten ran. Glücklicherweise liegen die auf der richtigen Seite vom Band. Hier für die Aufbereitung, da können wir dann auch
jetzt endlich die Stapelgreifarme verwenden. Dann sollte das nämlich alles auch schneller gehen. Und nun heißt es im Wesentlichen einfach abwarten, bis wir genügend Plutonium hier rausbekommen haben, so dass wir dann am Schluss auch hier in dieser Kiste etwas sammeln, so dass wir die radiothermoelektrischen Generatoren bauen können, welche wir für die Satelliten benötigen. Das Setup für die Plutoniumanreicherung sieht fast gleich aus wie für Uran, nur konnte ich es nicht lassen, hier ein paar Beacons zu platzieren und mit Produktivität und Speed zu spielen, so dass wir schnell zu unserem Plutonium kommen. Und wie wir sehen, haben wir hier bereits einiges angesammelt. Wir haben alle leeren oder verbrennten Uranbrennelemente entsorgt, und es waren etwas fast 800, und das hat gerade so genau gereicht, um die Anreicherung an den Start zu bringen. Das müsste aber auch heißen, dass wir einen Satellit haben, denn wir haben die Thermoelemente, zumindest eine Rakete haben wir, und da ist auch ein Satellit drin. Und die Rakete hebt ab. Die Frage ist, wie schnell können wir hier Satelliten produzieren? Und ja. 150 Stunden gestorben. Müsste ja auch irgendwo drin sein. Ich glaube, das war nur einmal. Gut, damit sind wir zumindest am Ende vom Spiel. Ich möchte hier noch etwas weiter machen, denn zum einen möchte ich mal schauen, wie weit können wir die Basis, die wir hier haben, pushen, so dass wir möglichst viel Forschung rausbekommen. Und dann sind da noch ein paar offene Projekte. Wir haben beispielsweise uns hier eine Rüstung gebaut. Vielleicht wollen wir die auch mal gegen Aliens ausprobieren. Es gibt da auch verschiedene andere Formen der Energieproduktion. Und ich denke zumindest Deuterium möchte ich ausprobieren. Thorium, das ist sowas wie eine andere Form von Uran, aber wenn ich mir das hier anschaue, dann ist der Unterschied hier nicht wirklich groß, aber hier von der Ausgabe 54 Megawatt nach 90 Megawatt, nicht ganz das Doppelte, aber das hier ist so etwas in der Mitte. Und ich denke, das wird uns vielleicht noch ein paar Folgen beschäftigen, bevor wir dann mit dieser Serie auch zu einem Ende gelangen.
Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ihr bleibt mir auch für die nächsten paar Folgen noch treu. Aber für heute war's das. Bis dann und tschüss!